Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Darkwood. Liebe Leute, so, ich nehme jetzt, ihr habt da noch irgendwo Batterien, dass ich 5 Stück Batterien dabei habe. Dann die Falle lasse ich da, die braucht man nicht. Wir kommen die 2 Stück nicht mehr auch noch mit, die weiß ich nicht, ne? Ja. Das nehme ich mit, das kann ich daher da, weil das ist, mit dem kann ich mich, ich glaube, ich kann mich mit dem auch heilen, aber ich weiß es nicht. Dann ein Gegengift nehmen wir mit. Nö. Ja. Das war's. Ich hoffe, wir sind ausgestattet. Jetzt mal. Munition habe ich eh nichts mehr herin liegen, gell? Nee. Ich hab alles mitgenommen. Molotovs habe ich 3 Stück. Nee, brauche ich nicht. Okay, Leute, wir gehen. Boah, das war aber echt ekelhaft letzte Nacht. Mit den verbrannten Leichen. Okay, wir wissen wenigstens jetzt, dass es Wirkung gezeigt hat. Das auf jeden Fall. Der Baum dürfte jetzt nicht mehr stehen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gegen irgendwelche verkohlten Leichen nur kämpfen lassen. Das finde ich mich richtig ekelhaft. Okay. Ich schau mal zum alten Mann, bevor er was macht. Ich muss sowieso vorbei bei ihm. Ich hoffe, er hat überlebt und ist nicht irgendwie verbrennt oder so. Ist weg. Asche. Tagebuch. Okay. Wow, wir haben echt schon viel erlebt, ne? Oh, der Baum brennt, das habe ich gar nicht. Der Baum brennt. Ich habe die Wurzeln im Keller angezündet. Die Flammen haben den sprechenden Baum gänzlich verschlungen. Ich kann ihn immer noch schreien hören. Man sieht so aus, als hätte die... Als hätte der Krüppel recht gehabt. Der Baum ist gewaltig und wird wahrscheinlich noch die ganze Nacht hindurch brennen. Ich komme morgen hierher zurück. Asche. Es hat funktioniert. Vom Baum bleibt nur Asche. Es fühlt sich an, als käme ich dem Ende meiner Reise näher. Ist es möglich? Irgendwie hoffe ich es sehr, dass es möglich ist. Aber irgendwie ja nicht. Weil dann das Spiel aus ist. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen wir haben. Ich glaube, na jetzt vielleicht knapp 60 mit den Folgen. Ich weiß jetzt nicht genau. Es ist mehr als genug, ne? Für. Vor. Okay, es waren meine Schritte. Eine Scheiße, komm. Nachladen. Okay, ich geh da jetzt hin. Ja, man sieht halt nichts, ne? Also... Oh! Er ist einfach... Ah, jetzt erkenne ich es. Da ist der Baumdings, er ist umgefallen. Okay. Komm ich zurück gar wieder? Nee, obwohl es wär mir ja doof, wenn wir da noch zurückgehen. Okay, dann nehme lieber mal Schrotflinten. Okay, jetzt einmal alles abchecken.
Bei der Musik haben wir es jetzt wirklich geschafft. Ich glaube, es kommt noch voll das dramatische Ende oder irgendwas kommt noch. Man denkt jetzt so, ja, jetzt geschafft man, ja. Aber ich weiß nicht. Ich traue dem Ganzen nicht. Boah. Voll geil. Farbloser Schleim zickert aus den Rissen im Asphalt. Die Straße nach Hause. Nein, ich kann es nicht glauben. Wow, ich kann es gerade echt nicht glauben. Na gut, aber wo soll ich jetzt hingehen? Da? Wow. Da ist ein Rucksack. Okay, ich geh nach oben. Weil das rechts scheint so halt der Weg, seit dem automatisch geht. Aber schaut's mal. Was gibt's denn da? Von der anderen Seite versperrt. Mach auf jetzt. Okay, nimmt keinen Schaden. Ich probiere jetzt alles. Nee. Okay. Na gut. Komisch, warum? Warum ist das da? Da geht's nicht weiter. Na gut. Die Straße nach Hause, meine lieben Leute. Werden wir den Wolf nur mal sehen? Thank you.
Okay, jetzt mal zu den Typen. Ey, das ist der Krüppel. Hey, warte mal, wo ist denn jetzt mein Wurf? Habe ich gerade mein Wurf da? Hä, war. Gott, ich mein Pistolen weggelegt, bist du deppert. Kann ich da helfen? Das ist der verkrüppelte Mann aus dem Dorf. Ja. Der Weg nach Hause. Schon mehr versucht. Schaut mal, was. Was ist mit denen? Da soll ich die tragen oder so? Kann ich da irgendwie helfen? Alter Mann. Ich mag halt immer schauen, ob da irgendwas ist an den Rändern oder so. Da ist noch irgendwas. Ich kann echt alles mitnehmen, was noch geht von dem Spiel. Ey! Hey, was ist los? Komm weiter! Doch nach Hause. Schau, das ist sogar so verrückt da. Okay, jetzt wird es schon wieder ein bisschen merkwürdig. Boah, das Dröhnen ist echt. Das ist echt ein bisschen ungut. Ich nehme die Fackel her. Nicht umsonst. Okay, das macht schon wieder so viel aus von der Atmosphäre, die Fackel. Richtig geil. Aber warum sind denn da so viel Leid? Der lebt, oder? Nee. Also, irgendwas ist da noch. 25 Kilometer zur nächsten Stadt. Na gut, 25 Kilometer, auf geht's.
Okay. Und wieder so kleine Pilze überall. Sie sind ganz, ganz lieb. Mhm. Okay, und da wird das Gras immer grüner. Ey, es kommt jetzt nur so ein Twist. Irgendwas kommt jetzt nur. Also was heißt Twist, aber... Ich hoffe mir jetzt nur irgendwas... Was du dann einfach nicht mehr weißt, was zu sagen so ist. So. Okay, jetzt Fackel. Oh! Oh Gott, ich hab's kaputt gemacht. Was ist jetzt los? Okay. Okay, Inventar, man kann's mehr. Ein Epilog. Ich hoffe, da geht jetzt nicht auch nur 10 Folgen lang. Obwohl, eigentlich hoffe ich schon. Schauen wir mal. Geil, also wir haben's jetzt geschafft, warum... Wo ist jetzt die wunderschöne grüne Wiese hin? Was ist jetzt auf einmal passiert? Ja. Ja. Ah, das schaut echt unheimlich aus schon wieder. Kann ich da was finden? Okay, die Musik ist sehr... fröhlich? Es verwandelt sie in fröhliche Musik. Bin ich gar nicht gewohnt von dem Spiel. Okay. Okay. Alter, das schaut viel geil aus. Okay, soll ich mal die Strommasten einfach mal... langlaufen. Oh Gott, das ist so offen da alles. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Da ist so eine Art Weg. Zivilisation. Hey, mag wissen, wie wir ausschauen. Jetzt kommt's mal grad. Ich hoffe, wir finden nur irgendwo einen Spiegel. Hause. Aber schaut halt auch alles nicht unbedingt mehr bewohnt aus. Ja. Und weg sind sie. Wer soll jetzt das Brot essen? Achso, die Vögel. Ich kann das Brot essen. Lady. Ist dies unser Haus? Ah!
Himmel und Hölle, oder wie heißt das Spiel? Oder? Himmel und Hölle. Warum? Das ist ein geiles Spiel. Hallo, werte Dame, was lesen Sie denn da Schönes? Nachbar. Mein Nachbar aus dem ersten Stock. Guten Tag. Ihnen einen guten Tag. Ja, aber fragen Sie die nicht, warum wir so schirch sind? Okay, ist das Gift? Ah, okay, jetzt sind wir wieder da. Oh, sie ist nicht mehr da. Ist die Vogellady noch da? Die ist auch nicht mehr da. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Kann ich da noch was anschauen? Hey, Alter! Was? Briefkasten. Mein Briefkasten. Ich glaube, da ist etwas drin. Alter, ich bin gerade so verwirrt. Eine Postkarte von... Was? Ah, ich hab's nicht gelesen. Oh, gibt's aber viel Geschenke. Schaut aus wie Weihnachten. Okay. Meines gegenüber. Okay, jetzt pass auf. Oder schauen wir. Kann ich da nochmal reinschauen? Ich kann da das Journal nicht aufmachen. Okay. Dupa. Das ist meine Treppe. Jeder oder was? Fahrrad. Das steht hier schon, seit ich mich erinnern kann. Seltsam, dass es noch nie jemand klauen wollte. Dieser Aufzug? Funktioniert nicht, wie immer. Vermutlich das Werk des kleinen Dreckskerls vom dritten Stock. Endlich hat man die rausgeschmissen. Boss. Hast ein bisschen Kleingeld? Ich hab leider gar nichts, Kumpel. Oh Gott! Boah. Blöde Kuh. Redst du mit mir? Der hat sicher die Command mit dem Kind. Soll ich mal in den Keller gehen? Ich geh jetzt in den Keller. Ich geh in den Keller. Da war doch gerade irgendwas. Holztür.
Alter, na, bist du deppert. Ich geh erst hoch. Ich muss sich irgendeine Fackel oder irgendwas finden, oder? Oder? Hallo? Schön, Sie zu sehen, Mister. Haben Sie schon länger nicht... Hab Sie schon länger nicht mehr gesehen, ja... Aber... Sie sind immer noch grün, obwohl ich noch nie gesehen habe, dass sich jemand darum kümmert. Vielleicht ernähren Sie sich von Zigarettenstummeln? Bäh. Offenbar war jemand zu faul, ihn runterzutragen und in den Müll zu werfen. Öffnen. Hä? Hallo, ist die jetzt offen oder nicht? Schließen. Öffnen. Alles klar. Aufzug. Der Aufzug funktioniert nicht wie immer. Holztür. Okay, egal. Man erkennt ja da die Türen. Ob die Türen sind sehr schlecht. Okay. Diese Tür ist anscheinend von der anderen Seite versperrt. Das ist meine. Das Fahrrad meines Nachbarn, er könnte sich mal darum kümmern, es liegt in der Mitte des Ganges, seit er den Ständer kaputt gemacht hat. Er hätte jetzt doch nur in den Keller gesehen. Oh shit, die weiß es nicht. Trautes Heim. Mein Kleiderschrank. Das ist mein Schrank. Kann ich nochmal raus? Nee. Ich will, ich würde meine Wohnung gar nicht mehr verlassen wollen. Scheiße, ein Keller. Ah, ihr doch in den Keller gehen sein. Ich kann mich kaum auf meinen Beinen halten. Ich bade morgen. Die Waschmaschine, Rania. Ich musste 2 Tage anstehen, um sie zu bekommen. Ein Zettel liegt auf dem Tisch. Okay, mal jetzt da schauen. Abgeschlossen. Hi. Ah! Hast du mich vermisst? Alter, hi! Guter Junge. Ich wette, wir sind wahnsinnig geworden. Jetzt kommt's mal. Und für uns ist es jetzt alles normal oder so. Also. Irgendwie so.
Schlafzimmerschlüssel. Fernseher. Das Modell Rubin, schwarz-weiß, ein echtes Luxusgut. Leider ist er kaputt. Durchsuchen. Aber ich kann mein Inventar nicht öffnen. Ich bin sehr müde. Ein normales Bett wäre mir lieber. Ziehen. Hund, geh mal auf der Seite, bitte. Danke. Ist da leicht irgendwas? Nö, ist gar nichts. Okay. Wird vielleicht für die Tür das sei, oder? Ja, okay. Jetzt sollen wir mal da lesen. Ich habe dir Suppe gemacht. Mach sie dir warm. Oh, Suppe wird so wack geil. Oh. Frittatensuppen, yes. Der treue alte Gasherd. Im Topf ist immer noch ein wenig Suppe. Anschalten. Der Duft erfüllt die ganze Küche. Ich nehme die größte Schüssel aus dem Schränkchen unter der Spüle und schenke mir Suppe ein. Nicht viel, aber genug. An das letzte selbstgemachte Essen, das ich gegessen habe, kann ich mich nicht erinnern. Boah. Danke. Okay, ich habe Suppe gekocht. So, auf Suppe und jetzt kann ich es vielleicht da essen oder irgendwie so. Nee. Ich tue nochmal streicheln. Okay. Aber wo ist unsere Frau? Das ist mein Bett. Die weißen, zerknitterten Laken sehen aus, als wäre ich gerade erst aufgewacht. Endlich! Ich spüre, wie meine wunden Beine unter mir wegknicken, mein Körper schwer und auf überwältigende Weise träge wird. Es war eine zermürbende Reise, 59 Tage voller Qual. Schlafen gehen. Eine einschläfernde Wärme wäscht über mich. Eine Wärme, die von Sicherheit zeugt und von Freude. Schlafst du im Sitzen oder was? Ah, jetzt zieht sie auf. Das Rascheln des Waldes, der sich bis zum Horizont erstreckte, hielt den Fremden eine lange Zeit über wach. Fremden? Letztendlich überkam ihn die Erschöpfung und der Mann versank in einen tiefen, sehr herbeigesehnten Traum. Hey, wenn jetzt alles ein Traum war, ne, dann aber... Das Verbrennen des Baumes machte den Heimweg für viele geplagte Waldbewohner frei. Lediglich drei ausgestoßenen alten Lumpen und Fetzen beklagten seine verkohlten Überreste. Aus Angst vor der Rache des Mannes im Vogelscheuchenkostüm verschwand der Arzt in der Tiefe der Wildnis. Unvorstellbaren Visionen, die ihn heimsuchen, brachten den örtlichen Mediziner letztlich an den Rand des Wahnsinns. Am Ende wurden sie jedoch offensichtliche Überlieferungen und
Der Wald wurde sein neues Zuhause. Der Rache des Mannes. Der Wolf kehrte siegreich in sein Versteck zurück. Sein Ego wuchs noch weiter an, während er sich im Glanz seiner Beute sonnte. Jedoch konnte die Süße seines Sieges nicht sein eines tiefes Verlangen befriedigen. Was? Bevor die Dorfbewohner ihr Heim verließen, um nach Nahrung zu suchen, eilten sie in die Hütten der Frau, die bei den Hühnern lebte, um sich vor ihrer Reise zu erfrischen. Sie stillten ihren Hunger nicht gänzlich, aber doch verließen sie die Hütte recht zufrieden. Die Hühnerlady, der Gesellschaft ihrer geliebten Hühner beraubt, war erfüllt von entsetzlicher Verzweiflung und brennendem Hass für die Dorfbewohner und blieb im verlassenen Dorf, um weiterhin für ihre Schwester zu sorgen. Doch ihre Entschlossenheit wurde nicht gewürdigt. Nach Wochen des Kampfes gegen den Hunger starb die Hühnerlady und wurde so das letzte Mal ihrer geliebten Schwester. Auf sich allein gestellt, befreite die Schwester der Hühnerlady sich und brach auf, um frisches Fleisch zu jagen. Der Junge mit der Geige kehrte heim zu seiner Familie. Als er die Tür zum Haus öffnete, musste er leider feststellen, dass seine Eltern ihm immer noch böse waren. Er versuchte, sich hinter seiner Geige zu verstecken, vergeblich. Dieses Mal benutzte sein Vater nicht den Gürtel, sondern seine neuen Zähne. Okay. Ja, klar, die Monster waren ja die... Ja. Piotrek stieg in seine Rakete aus Schrott über die Baumkronen auf. Er lächelte, als er durch das kleine Plastikfenster seines Raumschiffes nach draußen schaute und sah, wie die Sterne der Milchstraße sich mit gewaltiger Geschwindigkeit von ihm wegbewegten. Von ihm wegbewegten. Die verbarrikadierten Hütten im Sumpf wurde für die drei Kinder ein Gefängnis. Der älteste Junge, nach seinem Fluchtversuch in seinem Zimmer eingeschlossen, erinnerte sich lange an seine einzige Wanderung durch den Wald und seinen Besuch im Haus, das von weißen Pilzen überwuchert war. Die Bewohner der Hütte am Schrottplatz gingen in den Wald, um den fernen Geflüster zu folgen, das er hörte. Als er seinem Ziel näher kam, steckte er plötzlich zwischen riesigen Baumwurzeln fest. Schon bald sammelten sich hungrige Vögel über seinem riesenhaften Körper. Angesichts seines bevorstehenden Todes versuchte er verzweifelt, sich von den Wurzeln zu befreien, die ihn umschlangen. Von der langen Reise geschwächt gelang es ihm nicht, sich ihrer zu erwehren, und so fiel er mit dem Gesicht voran in den Schlamm. Augenblicke vor seinem Tod sah er im Tümpel sein Spiegelbild, den gewaltigen Kopf einer Schnecke. Dann dachte er, dass er noch nie einen solchen merkwürdigen Traum gehabt hatte, und wünschte sich, er möge aufwachen. Alter, es ist echt aus. Boah, es ist echt aus. Alter, zack, Mann.
Boah, jetzt bin ich traurig. Boah, cool. Das Ende hat mal. Scheiße, der Keller. Ah, Mann, der Keller. Ich hätte jetzt echt nur gerne in den Keller geschaut. Verdammt. Naja, was so ist. Schade. Du hast wirklich für Pio-Dreck, habe ich gerade gelesen. Ja, ich habe dieses andere zum Schluss echt schön gefunden, wo halt dann noch die einzelnen Personen noch halt so erwähnt worden sind, um dass man halt weiß, was mit einer passiert ist. Und ja, warum der Wolf, ne? Also in seinem Versteck, warum, na gut, er kann ja keine Menschen oder so leiden oder irgendwie so war das, oder die Menschen ärmen nicht, oder ich weiß es nicht mehr genau. Er ist lieber unter sich so. Aber sind wir jetzt wirklich... Warum sind wir wieder so schön, meine? Wir haben jetzt ganz normal ausgeschaut da zum Schluss. Entweder sind... Also sind wir schon noch schier, also so schier, ja. Wir sind als schier bezeichnet worden, dass man sich fast anspeibt, also Schönheit sind wir auf keinen Fall. Ja, oder sind wir halt jetzt wirklich auch verrückt worden und denken uns, es wird jetzt alles schön so auf die Art. Boah, ich weiß es nicht. Boah, auf jeden Fall war so ein geiles Spiel, wirklich. Boah, ich hätte mir nicht gedacht, wie ich das Spiel angefangen habe, dass mir das so arg gefallen wird. Passiert jetzt nur was? Alter, wenn jetzt noch irgendwas kommt, oh schade, dann wäre das ja mal das perfekteste Spiel gewesen. Weil ich liebe das, wenn noch die Credits dann nur irgendwas kommt oder man sieht oder so. Geil. Boah. Soll mal schauen. Immer schauen, wo wir rauskommen. Wenn wir im Haus rauskommen, möchte ich auf jeden Fall nochmal in den Keller schauen. Wenn nicht dann los ist. Ja, cool. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Gruselfaktor war ja. Es ist eine andere Art von Horror, das auf jeden Fall. Aber das ist einfach die Atmosphäre, was das Spiel einfach perfekt rübergebracht hat. Atmosphäre ist echt alles, finde ich. Ja, lade, liebes Spiel, lade. Muss ich da jetzt alles... Ich muss da jetzt alles nochmal hinlaufen. Oh Gott, komm. Ich laufe jetzt einfach da mal gerade raus. Das haben wir auch nicht gemacht eigentlich. Ich bin ja dann soweit nur noch unten gelatscht. Ah, okay, schaut, da kann man die da jetzt gleich raus. Ja, gut. Okay. Kann ich nichts machen. Ja gut. Da war ein Kekle da, schau. So, zack. Rein da. Kann ich die Postkarten auch gleich nochmal lesen. Warte mal, was ist da gestanden? Von meinen Eltern, ich lese sie später. Okay. Oh!
Okay, schaut mal, es ist alles so komisch. Ich glaube einfach, wir sind komplett verrückt worden. Bin schon gespannt, was ihr für Theorien hier habt. Mann, kommst du, da muss doch irgendeine Tür offen sein. Ich probiere jede Tür, ist mir wurscht. Vor allem, was hat denn da das Geräusch gemacht vorher? Oh, die ist offen! Nice. Wow, Kartoffeln. Kartoffelsäcke. Ach, Radio. Gläser, Einmachgläser. Durchsuchen. Glas, Marmelade. Oh, geil. Schaut aus wie Erdbeer. Kann ich da jetzt auch durchsuchen? Na, da kann ich noch überprüfen. Okay. Alter, Alter! Oh Gott! Man hat gehört, dass jetzt irgendwo. Da ist jetzt irgendwo eine Tür aufgegangen. Na, warum habe ich das gemacht? Alter, shit, hab ich Angst. Aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, denn hey, hallo, wir hätten da jetzt echt was verpasst. Hey. Hey Mann, man hat doch gehört, dass da eine Tür aufgegangen ist. Alter! Boah! Sie hat sich auch nicht, war er da irgendwie in der Falle gerannt. Okay.
Oh, jetzt hab ich schon wieder geschreckt. Okay. Okay, Leute, mach jetzt. Okay. Ich kann nicht aufhören mit dem Spiel. Komm, es ist vorbei. Wir haben jetzt gesehen, was im Keller ist. Es war verdammt unheimlich. Und ja, ich bin gespannt über eure Theorien. Und ich bin auch gespannt, was ihr als nächstes spielen werdet. Seid gespannt. Ciao.